Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde zu Legend of Grimrock, Labyrinth of Lies. Ja, wir sind hier in der tollen Zelle hier gefangen, mehr oder weniger. Also ja, ich gucke mich hier mal nur ganz kurz um, was ich ja in der letzten Aufnahmesession nicht gemacht habe. Only the Fallen may pass. Ja, da bin ich hier, genau. Bist du lebendig? Also ja, das ist ein Dings, einer von den Goromoks, den Mönchen aus dem Grimrock, die den Fallen, den Undying oder den, ja, den halt den Würfel bewacht haben. Sehe ich jetzt gerade durch die Klappe. Gut. Einzige Möglichkeit, die wir haben, ist hier durch. Und hier steht halt, dass hier uns die Überreste der antiken Horde erwarten. Und das Erste, was mir halt entgegengekommen sind, ist ein Trupp Legionäre mit bösen Goldrüstungen. Genau solche. Ich frag mich, ob... Ja, ich kann vorbeischießen. Okay, das macht den böse Aua. Ich will aber auch mit den beiden hier ein bisschen was leisten. Nicht, dass meine Magier hier alles alleine machen. Eine Hellebarde? Axt-Skill. Ist eine Reach-Weapon. Braucht aber Axt-Skill, um benutzt zu werden. Genau, can't use. Gut, also wir wissen schon mal, dass der Zauber denen Aua machen kann. Ich habe halt ein bisschen Wing-Gauntlets habe ich schon an. Brauche ich also entsprechend nicht. Ja, was das Essen angeht, warte ich jetzt ein bisschen. Oh. Hatten wir es doch gerade mit dem Essen. Ich weiß nämlich zum Beispiel immer noch nicht, ob Grimcaps. Wow, hat der Pfeil gerade so viel Schaden gemacht? Hat er tatsächlich. Oh, Essen, sehr schön. Den leeren Sack nimmst du mal. Das Essen wird gleich mal einsortiert. Und ja, gegessen wird erst, wenn wirklich die Hungeranzeige kommt. Okay, ich höre wieder welche. Ja, einer ist schon mal weg. Zwei sind weg. Oh, Kacke. Das ist jetzt nicht so gut. Ein Schädel. Das Problem ist, ich höre schon die nächste Welle auf uns zuschreiten. Au. Okay.
Das war jetzt übel. Ich weiß nicht, ist da irgendwie Respawn getriggert worden? Oder was ist hier passiert? Erstmal trinkst du das Wasser. Du mischst sicherheitshalber. Heiltränke. Wobei, du könntest auch einfach einen Regenerationszauber sprechen das nächste Mal, wenn das passiert. Weil bei dir benutzen wir ja nicht keine Magie. Hi. So, einer ist weg. Zwei sind weg. So, die Hellebarde brauchen wir nicht unbedingt. Hier war einmal der Grimcap versteckt. Und das Kraut. So, hier wollen wir noch durch. Heilkraut. Essen. Du isst einfach mal was. Wie sieht es bei den anderen aus? Sie könnt was vertragen. So ein bisschen leichte Kost. Hier ist ein Bone Digger. Ah. Da sind die Gauntlets gewesen. Die können wir mal auf den Boden legen, weil die brauchen wir nicht. Tethered Cloak. Ja, als ich da lang gegangen bin, war auf einmal überall der Respawn. Ja, und jetzt höre ich was marschieren auf jeden Fall. Ja. So. Das war der Drop mit dem Schädel. Genau. Ein Poison Arrow. Warum nicht erstmal? Hi. Also ganz ehrlich, zum Glück habe ich den einen Zauber. Der haut nämlich wenigstens gut rein und das Untote vertreiben von dem Stab haut nochmal gut rein. Okay, der bringt hier einfach nichts, der Poison Arrow.
Da höre ich wieder marschieren. Hi. Wie auch immer ich es vorhin geschafft habe, so viele auf einmal aufzuscheuchen. So, war ich jetzt gerade hier, oder? Ja, gucken wir uns mal hier die Nischen an, ob hier irgendwo was liegt. Aber nee, sehe ich jetzt nichts rumliegen. Doch, hier ist ein so ein schwarzer Skull, ein Cursebone Skull gelegen. Und da ist noch ein Grimcap. Also ja, bei den Grimcaps, die wir haben, werde ich zum Notfall auch die essen müssen. Da ist wieder das glänzende Zahnrad. The Altar of Light. May the Shadowlight be ever governed by her. Okay. Ich nehme an, dass ich irgendwo vielleicht hier mal Quicksave machen sollte, dass ich nicht wieder alles nochmal machen muss. Wenn ich hier gleich wieder... Hi. Hi, Einsturz. Okay, das klappt leider nicht. Also weg mit dem Bogen. Und einschlagen, weil ich höre dahinter einen Teleporter. Wenn ich Glück habe, führt er mich entweder wieder raus. Aus diesem Fiasko. Oder noch tiefer in die Pampa. Da ist noch was zum Einschlagen. So, das kommt mal mit. Da ist nichts. Da ist allerdings was. Ach, nur ein Secret. Mit noch ein bisschen Essen. Und zwei Kräutern. Und ja, ich muss irgendwann nochmal ins Alchemistenlabor und mir da die beiden Rezepte abschreiben. Die schreibe ich einfach auf die Karte da, wo die wo ich die Tränke finde, also die beiden Mörser. So, wo kann ich jetzt noch lang? Ich kann da durch die Tür und da um die Ecke. Hi. Und ich höre eine ganze Kavallerie wieder auf mich zu marschieren. Ja. Oh, das war jetzt schön. Ja, sie sind definitiv einiges stärker als die normalen Untoten, die wir aus dem Original Grimrock und von weiter oben kennen. Ich höre auf jeden Fall einen Bogenschützen rumlaufen und eine Horde Legionäre. Ja, in die Speere reinlaufen war sehr helle von mir.
freien Schädel. Iron Bassinet brauchen wir nicht. Hier liegen nur Untote, also Tote drin. Und hier in der Mitte auch nichts. Hier und hier nichts. Da sehe ich ein Heilkraut und noch ein Grimcap.